Ich will nicht in einer zu betonierten, lauten, lärmenden Stadt, die verschmutzt ist, halt leben, sondern ich will halt in einer Stadt leben, wo man sich auf den Gehsteigen begegnen kann, miteinander sprechen kann und nicht irgendwie sich anschreien muss, weil gerade der nächste Porsche Cayenne wieder vorbeifährt. Die Verwaltung plant halt zum Beispiel eine Fahrradstraße oder sie plant einen Fahrradbügel und die Bevölkerung kann halt sagen, ob sie das gut findet, was die Verwaltung da plant. Dann sieht man halt so ein bisschen, okay, welche Planungen würden halt wirklich, werden halt priorisiert durch die Zivilbevölkerung und welche sind vielleicht dann gerade nicht so wichtig, wo besteht halt weniger Bedarf gerade. Das CityLab ist ein öffentliches Innovationslabor, was wir als Technologiestiftung hier mit dem Land gemeinsam betreiben. Hier beschäftigen wir uns mit der Zukunft Berlins, mit der Digitalisierung Berlins und denken uns vielfältige neue Projekte aus, wie wir die Stadt verbessern können. Nehmen wir jetzt mal in Berlin als Beispiel eine sehr vielbefahrene Straße, von der man glaubt, dass sie für Radfahrer relativ gefährlich ist, dann könnte man sich anschauen, wie die Trajektorien beispielsweise für Radfahrerinnen aussehen. Also müssen die sehr häufig vielleicht so um irgendwelche parkenden LKWs und Busse herumfahren und hat das vielleicht ein bestimmtes Gefahrenpotenzial. Im Vergleich zu anderen Städten würde ich mir in Berlin noch eine stärkere quasi Identifikation auch auf Ebene des Bürgermeisters und auf Ebene der gesamten Senatoren, Staatssekretäre halt wünschen. In Paris, London etc. wurde der Radverkehr zur Chefsache erklärt.